Hier passiert so viel und man kann das eigentlich alles gar nicht so wiedergeben, weil ich nicht als Einzelperson. Und die Medien hier berichten natürlich abends, vor allem abends, dann auch tagsüber live und so, von den Ereignissen in Gaza und von dem ganzen Krieg und alles drumherum. Was hier alles berichtet wird, das erfahrt ihr teilweise gar nicht, weil viele, viele Sachen, die hier berichtet werden, die gehen eigentlich nur Israel was an. Und jemand im Ausland würde sich entweder zu Tode langweilen oder nichts verstehen oder beides. Vor allem geht es hier natürlich auch um organisatorische Sachen und um die Leute, die aus dem Norden, von der Nordgrenze und von der Grenze zum Gazastreifen evakuiert worden sind und wie es da wirtschaftlich weitergeht. Und die ganzen Sachen mit der Bitua Leumi, der Sozialversicherung, wer da welches Geld bekommt, aufgrund was, dass er alles verloren hat oder dass er verletzt worden ist oder dass er ein Trauma hat. Also Trauma jetzt für Leute, die da am 7. Oktober dabei waren. Nicht für jeden, ne? Sonst könnte ja jeder kommen und sagen, ich habe ein Trauma, ne? Gib mir mal Geld. So funktioniert das nicht, sondern die Leute, die da wirklich dabei waren am 7. Oktober. Und dann geht es um psychologische Hilfen, eben für diese Leute. Und es geht um Ausgleiche, es geht um tote Soldaten, es geht um deren Hinterbliebene, um Ausgleiche, um verletzte Soldaten, um welche Verletzungen, um welche Krankenhäuser. Und dies und das, und das wird jetzt im Ausland, also habe ich jetzt so mal kurz die deutsche oder amerikanische Presse überflogen. Also das interessiert da jetzt nicht, ne, welche Bürokratie dann hier herrscht. Weil es herrscht eine Menge Bürokratie auch für die Angehörigen der Geiseln. Ich weiß nicht, ob das bei euch berichtet worden ist, dass die israelische Armee in Gaza Puppen gefunden hat, also ganz normale, ne, Plastikpuppen zum Spielen. Und diese Puppen reden. Also es gibt ja so sprechende Puppen, ne? Und die sprechen auf Hebräisch. Und ich weiß jetzt nicht genau, was die sagen, irgendwas halt, ne? Und die haben diese Puppen, die Hamas hat diese Puppen als Falle benutzt für israelische Soldaten. Das heißt, die Hamas-Terroristen legen die jetzt irgendwo hin und dann kommen israelische Soldaten und die denken, da ist vielleicht noch eine Geisel oder so oder halt irgendjemand, ne, israelisches, meistens Geisel, so Kinder halt, sind ja auch noch da. Und dann sprechen diese Puppen auf Hebräisch. Ich weiß jetzt nicht, was die sagen. Ich glaube, die sagen sogar Hilfe, Hilfe oder so. Ich weiß es jetzt nicht genau. Aber die Soldaten kommen und hören, die wissen ja nicht, dass das Puppen sind, ne? Die denken, das sind halt irgendwelche kleinen Kinder von den Geiseln noch. Und die Hamas macht das so als Falle, ne? Sobald da die Soldaten kommen und dann da zu dieser Stimme gehen und untersuchen wollen, was da los ist, geht das ganze Ding in die Luft. Und das ist so eine der Fallen der Hamas. Also man muss da wahnsinnig aufpassen, wenn du da Soldat bist. Da kann, ich weiß nicht, jedes kleine Zeichen oder so oder irgendwas kann irgendwie eine Falle sein und du gehst in die Luft. Das haben sie schon gemacht am 7. Oktober bei diesen ganzen Kibbuzim, die überfallen worden sind. Da haben sie auf Türen von diesen verbrannten Häusern selbst noch, auf Türen in den Innenräumen und so, da haben die Hamas-Terroristen Booby-Traps gesetzt, also Handgranaten. Und als man dann nach dem 7. Oktober dann die Toten geborgen hat, auch noch Verletzte, da musste zuerst die Armee kommen, auch in die verbrannten Häuser rein oder in andere Häuser dort und erstmal das Haus sichern, weil es konnten nicht gleich die Sanitäter reinstürmen, sondern erstmal musste die Armee rein und schauen, ob da irgendwelche
Sprengkörper gesetzt wurden und wurden gesetzt, absichtlich, Handgranaten auf, an Türen und so. Und wenn dann da jetzt einer reingegangen wäre, der Sanitäter, da wäre gleich alles in die Luft geflogen. Also man muss da höllisch aufpassen und man darf sich das nicht so vorstellen als, boah, dann gehe ich mal hin und schieße mal ein bisschen rum oder so in dem Krieg, sondern du bist an jeder Ecke, weiß ich nicht, da kann irgendwas passieren. Du kannst irgendwas anfassen und gehst sofort in die Luft oder du läufst da rum und da ist vielleicht irgendwie so ein Draht oder so und verbunden mit einem Sprengkörper und du bist weg und du siehst das gar nicht. Also da kann, ist alles, ey, was da für eine Fantasie ist, solche Fallen zu setzen und sowas, jetzt auch noch mit den Puppen. Worauf ich eingehen will, und das soll jetzt keine Entschuldigung sein, was ich jetzt gesagt habe, was ich da aufgezählt habe, mit was man da rechnen muss als Soldat, ne, in Gaza. Es sind ja vor ein paar Tagen kam raus, dass drei der Geiseln aus Versehen, ich habe das hier in den Videotitel auch noch auf Hebräisch, habe ich versehentlich auch noch auf Hebräisch geschrieben, weil manchmal ist das für Leute, die sich auskennen und so, ist das, oder es schauen hier auch viele zu, die Englisch sprechen, weil diese Videos hier bekommen auch englische Untertitel hinterher. Und wer da Jude ist und sich so mit Halacha und sowas auskennt, Beshugek, also versehentlich, ist schon ein starker Begriff und man weiß damit was anzufangen. Natürlich auch mit versehentlich, aber Beshugek ist noch eine ganz andere Kategorie, sage ich mal. Aber Leute, vor allem amerikanische Juden, die das ja hier auch schauen und die religiös sind oder so, die wissen dann mit dem Begriff mehr anzufangen. Deswegen habe ich das auch auf Hebräisch reingeschrieben, versehentlich. Aber es kam, wie gesagt, es kam ja raus, dass die Armee drei Geiseln, drei junge Männer versehentlich erschossen hat. Und das war die große, große Tragik. Man hätte sich vorstellen müssen, die hätten die gerettet und hätten nicht geschossen. Und diese drei Geiseln, die wären am Leben gewesen. Das wäre hier eine große Feier gewesen. Und dann sowas. Jetzt kann man wieder spekulieren. Ne? Die Armee untersucht, warum das passiert ist. Und ich habe ja anfangs hier gesagt, mit was man alles rechnen muss. Natürlich ist das keine Entschuldigung, wenn da drei Leute auf einen zukommen, die, soweit ich gehört habe, nackten Oberkörper hatten oder so, die überhaupt nichts anhatten, also am Oberkörper. Und da war ein Haus dann im Hintergrund mit weißen Flaggen und da stand drauf, auf Englisch stand SOS drauf und auf Hebräisch das Wort Hatzilu, was Hilfe heißt. Also die haben da um Hilfe gefleht. Und dann sind die langsam auf die israelischen Soldaten zu. Und da hat man dann geschossen. Also zwei wurden gleich erschossen und der eine ist geflohen, hatte sich dann in einem Haus versteckt. Ich weiß jetzt nicht, wer von den dreien das war. Und wurde dann erschossen, als er wieder rauskam. Warum das genau passiert ist, keine Ahnung. Es kann da so viel passieren. Und die Armee hat dann hinterher gesagt, man hat sie auf alles vorbereitet, aber nicht, dass da irgendwelche Geiseln mitten so rumlaufen, so frei. Und man weiß auch nicht, wie diese Geiseln, diese drei, in diese Situation kommen, dass die da einfach so rumliefen, ob die Hamas die hat laufen lassen oder ob die entkommen sind oder ich weiß es nicht. Ich habe mich gefragt, wie das denn sein kann, dass die da Wörter auf diese weißen Fahnen oder weißen Bettlaken oder was das auch immer war, geschrieben haben. Ich meine, da wird ja keine Farbe sein, ne? Und da wird auch kein Stift rumliegen. Und da habe ich mich gefragt, wie haben die da SOS und hat sie also Hilfe drauf geschrieben? Und jetzt habe ich gehört, dass das Essensreste waren, dass die da mit Essensresten diese Wörter da drauf geschmiert haben. Ja, es ist eine absolute Tragik. Einer der Geiseln, die da erschossen worden sind, das ist der Rothaarige, der heißt Yotam Chaim. Der war 28.
Und dem seine Mutter war hier in letzter Zeit sehr, sehr präsent in den israelischen Medien. Und sie hat erzählt, dass, und das ist hier nicht für alle ein großes Thema, aber es wird auch immer mehr ein großes Thema für die Angehörigen der Geiseln, dass diverse Leute versuchen oder schon erfolgreich getan haben, sich in diese Angehörigen der Geiseln sozusagen, wie soll ich sagen, hineinzuzwängen oder da so tun, als ob man jetzt der Boss ist oder die Verantwortung hat. Also man selber hat keine, man selber ist da nicht betroffen, ne? Man selber hat keine Kinder oder Angehörigen, die Geiseln in Gaza sind, sondern das sind Leute von außerhalb, die ganz spezielle Interessen verfolgen, Linksextreme, und die, weiß ich nicht, die sind dann zu diesen ganzen Angehörigen hin und haben gesagt, ja, wir müssen dies und dies machen und haben so auf Big Boss getan. Und manche Angehörige machen da mit und andere wieder nicht. Und andere, die da mitgemacht haben mit denen, die so ein bisschen auf die gehört haben, die sagen jetzt auch schon, nee, das wollen wir auch nicht mehr. Die sind ja, das sind so Leute, also ich könnte jetzt Namen nennen, mache ich jetzt aber nicht. Das sind so Leute, die schon diese linksextremen Demos, die ganzen letzten 9, 10 Monate organisiert hatten von der extremen Linken. Und diese Leute, na, hier heißt es Machane Kaplan, das Kaplan-Lager, also die Linksextremen, die da die ganzen Demos gemacht haben in den letzten Monaten, die haben sich dann vor allem jeden Samstagabend nach Schabbat oder noch während Schabbat in Rehov Kaplan, in der Kaplan Street in Tel Aviv getroffen. Das ist neben der Evin Gvirol, nicht weit von diesem Gorf, falls es jemanden interessiert. Und deswegen heißen die ganzen Leute Kaplan, weil sie in der Straße immer ihre dicke Demo hatten, regelmäßig und da alles aufgezogen haben. Und die Leute aus diesem Lager, mit diesem Hintergrund, die das schon alles organisiert haben, haben sich in diese ganzen Geiselangehörigen geschlichen oder also sie haben erst nicht so direkt gesagt, natürlich kannte man schon diese Namen, ne? Aber sie haben jetzt so getan, als ob man ja den Angehörigen helfen will oder ihnen da eine Stütze sein will. Aber dann kam raus, dass die eigentlich nur politisch linksextreme Absichten haben. Die Geiseln sind ihnen eigentlich scheißegal. Aber es geht darum, die Angehörigen der Geiseln in eine bestimmte Richtung zu ziehen, nämlich gegen die Armee und gegen die Regierung. Und viele Eltern haben da erst mitgemacht oder viele Angehörige und sagen dann, nee, das machen wir nicht mehr. Manche machen auch noch mit. Andere, wie gesagt, haben mitgemacht, sind jetzt weg. Und die Mutter von Yotam Chaim, Iris Chaim heißt sie, die war, wie gesagt, in den Medien sehr präsent und sie hat gesagt, sie hat dort von Anfang an nicht mitgemacht, weil diese Leute, diese Kaplan-Leute, haben nur ihre eigene Meinung gelten lassen und haben gesagt, wir machen das so und so und so und so. Und wenn du gesagt hast, ja, mache ich aber nicht so, ne? Also ich habe da auch noch so andere Ideen und sowas. Dann bist du da gleich abgefertigt worden. Also dann wurdest du mundtot gemacht. Dann haben die gesagt, du sollst die Fresse halten und abhauen und so. Sogar live auf Zoom. Es gab da so ein Zoom-Meeting, was dann veröffentlicht wurde. Und da hat eine andere Angehörige von einer Geisel was dagegen gesagt und hat gesagt, nee, das, also ich bin damit nicht einverstanden, das machen wir nicht so. Und dann wurde sie abgewürgt und dann ging es da richtig los in diesem Zoom-Meeting. Und wie gesagt, die Iris Chaim, die hat unheimlich dagegen gesprochen und sie hat gesagt, sie hat jetzt nichts gegen die Regierung, obwohl sie nicht mit Netanyahu ist, aber sie vertraut denen und sie vertraut der Armee und nur die haben eigentlich Einfluss, etwas zu unternehmen. Was soll man denn als Privatperson machen? Was sollst du da jetzt als Angehöriger machen? Ne? Du kannst ja eigentlich nur zu Hause sitzen und warten, so in der Art. Und sie meinte, dass die Regierung extra Leute hat,
welche die Angehörigen täglich informieren über alles, was passiert, über alles, was neu ist. Und man kann ja da eigentlich nur abwarten, es sei denn, du fährst jetzt nach Gaza und suchst selber oder sowas. Ansonsten, du kannst ja überhaupt nichts machen. Aber diese Leute, die sich da eingeschlichen haben, sag ich mal, die wollen Einfluss auf die amerikanische Regierung nehmen und die sagen, wir müssen jetzt alle palästinensischen Gefangenen, alle, wie das die Hamas fordert, aus den Gefängnissen entlassen. Wir müssen alles tun, auf alles eingehen, sofort den Krieg einstellen, die Kämpfe, alle freilassen, nach mir die Sintflut. Morgen kann die Welt untergehen, aber wir machen alles. Das ist so die Absicht von denen, dass alle Bedingungen erfüllt werden müssen sofort. Sie gehen nicht darauf ein, dass, wenn man diese ganzen Leute alle freilässt aus dem Knast, dass die morgen oder nächste Woche oder nächsten Monat oder in einem Jahr viele weitere Leute umbringen werden. Das interessiert die alles nicht. Aber wie gesagt, die haben politische Absichten, stehen dahinter, linksextreme politische Absichten und nicht irgendeine Logik oder so, sondern es sind politische Absichten und die Geiseln im Endeffekt sind eigentlich für diese Leute, die da Einfluss nehmen, nur Mittel zum Zweck. Mehr ist das nicht. Und viele Eltern oder viele Angehörige sind da jetzt auch schon drauf gekommen, dass das alles immer politischer wird und ihre Kinder oder Enkel oder was auch immer, Bruder, Schwester, die da Geiseln sind, die interessieren diese Leute gar nicht, was richtig ist. Aber die Iris Chaim, die Mutter von dem Yotam, hat unheimlich dagegen gesprochen und sie hat gesagt, ich vertraue der Armee und ich vertraue der Regierung. Und dann wurde ihr Sohn erschossen von der Armee. Das ist total tragisch, total tragisch. Sie tat mir so leid, weil sie hat sich so eingesetzt und alles. Ich habe mir ihre ganzen Interviews angehört. Das war total schlimm. Aber viele der Angehörigen sagen, wir vertrauen immer noch. Es kann halt sowas passieren oder man musste auch mit sowas rechnen. Passiert. Was soll ich sagen? Ne? Es ist eine große Tragödie. Aber die Leute, die sich ja jetzt eingeschlichen haben, Kapler, ne, die haben teilweise auf Social Media, ich habe es mittlerweile nicht mehr gesehen, vielleicht wurde es rausgenommen, die haben sich über diese Iris Chaim lustig gemacht. Die haben gesagt, ja, vertraust du, also die haben da ganz bitterböse Cartoons oder Satiren oder so auf Social Media gestartet gegen sie. Ja, sie hat der Armee vertraut und hier ist der tote Sohn, ne? Die haben sich dann auch noch über sie lustig gemacht. Aber ja, was soll man machen, ne? Du bist dann da in so einer Zwickmühle und auf der einen Seite will man natürlich die Angehörigen wieder haben, lebend. Und auf der anderen Seite ist das alles totales Chaos und die Hamas lacht sich kaputt. Und diejenigen Linksextremen von Kaplan, ne, die da mitmachen wollen, die spielen eigentlich nur der Hamas in die Hände. Die Hamas sitzt in Gaza und lacht sich tot. Und feiert das alles. Und die Linksextremen hier haben immer noch nicht kapiert, dass die Hamas alle umbringen will. Alle Juden. Hier. Oder auch im Ausland. Die wollen alle Juden umbringen. Und viele, viele Linksdenkende hier auch, Israelis, die meinen immer noch, wenn ich sage, ich bin links, ich bin links, ich bin auf eurer Seite, ich bin auf eurer Seite, dann werden sie nicht umgebracht. Aber dass das nicht der Fall ist, das haben wir am 7. Oktober gesehen. Denn da waren sehr, sehr viele Leute links und das hat ihnen alles nichts genutzt. Das hat man hier immer noch nicht verstanden. Und man nutzt selbst diese Situation der Angehörigen aus, um da irgendwie politisch Stimmung zu machen. Geiseln, scheißegal. Und das war natürlich dann auch für die wieder ein Pluspunkt, ne? Für diese linksextreme Kaplan-Gruppierung, dass die Soldaten da aus Versehen diese drei Geiseln erschossen haben. Da müssen sie ja mächtig auch sich gefreut haben, ne? Endlich haben sie was wieder gegen Armee und Regierung in der Hand. Und diese Leute sind auch gegen die Armee, nicht nur gegen die Regierung. Aber so, das ist hier momentan der Stand. Und du hast hier Leute, weiß ich nicht, die nicht
pro-palästinensisch demonstrieren, aber du hast hier so eine linke Gruppierung Israelis, die, ich weiß nicht, da frage ich mich immer, Leute, warum zieht ihr denn nicht nach Gaza? Da seid ihr doch viel besser aufgehoben, ne? Es gab ja früher mal in Deutschland, so 80er Jahre kenne ich das noch, da gab es ja mal die DKP in Westdeutschland. Und war eine kleine Partei damals. Und die haben immer so propagandiert, ne? Na, in der DDR ist alles besser, in der DDR ist alles super, da gibt es keine negativen Sachen, ne? Hier in Westdeutschland alles scheiße. Und dann haben halt alle Leute gesagt in Westdeutschland, ey, wenn es in der DDR, ne, wenn ihr das alles so toll findet und so, haut ab, warum seid ihr noch hier? Geht in die DDR. Und das frage ich mich hier auch. Ne? Da hast du so fanatische Linksgerichtete hier, die da an der Küste wohnen, eigentlich mit Palästinensern oder so, mit dem ganzen Terror noch nie was zu tun gehabt haben, sitzen da in Hota Sharon, Ranana, trinken da ihr Käffchen auf dem Balkon und machen Halligalli und haben überhaupt keine Ahnung, was eigentlich abläuft. Oder in Tel Aviv oder so. Hier ist es natürlich ein bisschen anders in Jerusalem. Auch in meinem Stadtteil ist das wesentlich anders. Wir haben hier ganz andere Erfahrungen und wir müssen schon mal aufpassen, wenn wir auf dem Balkon sitzen, ob da nicht was geflogen kommt, abends vor allem. Molotow-Cocktail. Ja, Rohrbombe haben wir auch gehabt, ne? Wir haben eigentlich schon alles gehabt hier. Steine. Und wir haben hier so ein bisschen ganz andere Erfahrungen und wir wissen so ein bisschen mehr, wie die Realität ausschaut. Wohingegen die meisten Linken ja mehr an der Küste wohnen. Und die haben da ein schönes Leben, alles ruhig, ne? Keiner schmeißt hier einen Molotow-Cocktail aufs Dach oder so. Und wenn die dann hierher kommen, zu uns, vor allem, sag ich mal, in meinen Stadtteil oder so, da würden sie sich hier in die Hose scheißen, was hier rumläuft auf der Straße. Da würden die sich hier in die Hose scheißen. In Tel Aviv, große Schnauze oder so, oder in Hota Sharon, aber komm mal hier bei uns in die Straße. Komm mal hierher. Abends nach 17 Uhr, komm mal hierher. Ja, da wird sich dann in die Hose geschissen, ne? Da sind die schnell wieder weg. Habe ich schon erlebt, ne? Also ich habe ja schon jemanden gehabt, ne? Und die meinte dann, die hat ihr Auto draußen abgestellt und meinte, da saufen ja so komische Leute draußen rum. Und da habe ich gesagt, ja, also ich übernehme keine Verantwortung für dein Auto, ne? Also meinte, ja, ich bleib nicht lange. Ja, das hast du dann, ne? Dann scheißen dich die Leute schnell in die Hose. Große Fresse, aber nichts dahinter. Und so erkennt man dann auch nicht die ganze Wirklichkeit. Ich meine, wir sind hier nicht der schlimmste Stadtteil. Es gibt noch schlimmere Stadtteile hier. Oder wer da auf dem Land wohnt oder was weiß ich, der hat schon ganz andere Probleme, als wenn du da, weiß ich nicht, in Florentin hockst oder in, weiß ich nicht, irgendwo, was weiß ich, an der Küste und hast nichts, siehst nichts, weißt nichts, aber tust so, als ob du da jetzt der Experte bist. Aber du hast hier schon ganz ekelhafte Leute, die selbst diese Situation, also die Linken meine ich jetzt, nicht alle Linke, aber viele, für ihre eigenen Zwecke ausnutzen. Also Tote oder Geiseln oder so, ist denen eigentlich so mehr egal, aber sie wollen ihre politischen Absichten erfüllt haben. Und das ist natürlich der Hamas sehr entgegenkommend. Und die Hamas würde auch lieber hier eine linksgerichtete Regierung sehen, denn sie wissen, dass sie mit denen Schlitten fahren könnten. Die würden alles machen, was die wollen, nur um ihren Arsch zu retten. Ja, solche Leute hast du hier auch, ne? Ist nicht nur in Deutschland so, wer da schreit Free Palestine oder so, hast du auch hier. Es ist hier noch eine Minderheit oder sowas. Es sind ja jetzt nicht so viele Leute, aber wenn du das so siehst im Fernsehen, ne, dann denkst du echt, die sind aus irgendeiner Anstalt ausgebrochen oder so. Aber du hast ja auch schon im Dritten Reich Juden gehabt, die andere an die Gestapo verpfiffen haben. Hast du ja auch gehabt. Um ihr eigenes kleines bisschen Leben zu retten. Das regt einen dann immer total auf, ne? Aber wie gesagt, das mit den drei erschossenen Geiseln, das wird immer noch untersucht. Wie die da genau hingekommen sind und was da genau war und so. Aber es ist natürlich eine absolute Tragödie und jetzt sollen die Soldaten besser aufpassen.
Aber wie gesagt, ich habe ja eingangs da diese ganzen oder einige der Fallen beschrieben, mit denen man rechnen muss. Du weißt ja eigentlich nicht, wenn du da jetzt bist, was dich erwartet. Und gestern hat die Hamas ein neues Video veröffentlicht mit drei älteren Geiseln, die sind so über 70 oder sowas. Und ich weiß nicht, was die gesagt haben, ich habe jetzt das Video nicht gesehen, aber ich habe das Foto gesehen und da siehst du drei alte Männer sitzen, über 70. Und natürlich hat man da in dieser Geiselhaft oder wie man das nennen will, hast du natürlich als Mann keine Möglichkeit, dich zu rasieren. Und die waren natürlich auch alle unrasiert und die hatten so komische, wie soll ich sagen, arabische Bärte. Und wenn ich jetzt diese drei Männer auf der Straße gesehen hätte, wenn die mir jetzt entgegenkommen würden, dann würde ich denken, das sind drei Araber. Also das war auch dann in diesen Online-Kommentaren, ne, die habe ich gelesen und hat dann jeder das aufgeschrieben. Die haben gesagt, meine Güte, die sehen ja aus wie Araber. Und es ist natürlich auch so, ne, du musst dir das mal vorstellen. Jetzt kommen da Leute auf dich zu und du weißt nicht, wer das ist. Natürlich so mit weißer Flagge und so. Also ich persönlich würde da jetzt nicht schießen, wenn da jemand mit weißer Flagge kommt oder so. Aber weiß man's? Weißt du, wie du in irgendeiner Situation reagierst und was genau die Umstände sind? Die genauen Umstände kennen wir ja gar nicht. Vielleicht die Armee auch nicht. Das wird ja noch untersucht oder vielleicht doch oder nicht. Aber wir kennen jetzt nicht die genauen Umstände. Und weiß ich jetzt, was da vorher passiert ist oder was da drumherum passiert ist? Und genau zu der Zeit wurden sehr, sehr viele Soldaten also sind gefallen und alles Mögliche und kann ich mir schon vorstellen, dass da jeder irgendwie Angst hat, ne? Wenn da einer auf dich zukommt oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Es ist echt tragisch und ich meine, ich stelle mir das vor, wenn ich da jetzt die Geisel wäre, ne? Und ich sehe jetzt da die Soldaten und so und mache Hallo oder so, ne? Und die schießen. Und andererseits denke ich mir, wenn ich da jetzt Soldat wäre, weiß ich nicht. Du bist ja unter einer totalen Stresssituation und du hast ständig Angst, dass dir da was um die Ohren fliegt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich habe keine Antwort darauf. Es ist aber total tragisch natürlich. Es war, also ich konnte es jetzt gar nicht glauben. Ich dachte, ich spinne. Aber irgendwie hatte man das schon im Voraus so ein bisschen, also schon vor Wochen, ne, dass man da vielleicht irgendwelche Geiseln aus Versehen, ja, miterwischt oder so. Keine Ahnung. Aber so, das ist jetzt so die momentane Situation hier. Auch jetzt drumherum um dieses ganze Angehörigenlager oder so. Die sind ja alle auch gespalten. Die sind ja jetzt nicht alle zusammen. Habe ich euch ja gerade erklärt. Und da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Leute. Wenn ich da angehörig wäre, ich würde mich mit dieser ganzen Gruppe nicht so jetzt abgeben, weil ich bin jetzt keiner, der irgendeine Person da folgt. Ne? Das ist doch irgendwie meine Sache und so. Und ich bin dann da in Kontakt mit der Regierung oder der Armee oder wen die da auch immer abgestellt haben, wer einen da auf dem Laufenden hält. Und da brauche ich doch jetzt nicht jemanden von außen, der mir sagt, ey, du machst das und du machst das. Also das ist ja schon mal wieder gar nichts für mich. Ja, aber das muss jeder selber wissen. Aber das ist so das, was ich erstmal zu dem Thema sagen wollte. Wenn da mehr rauskommt, werde ich euch noch auf dem Laufenden halten. Und ja, es ist eine verzwickte Situation. Scheiße, ne? Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag heute.